Seit ihrem zweiten Liebesanlauf zeigen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt. Doch wie sieht es im Familienleben der beiden hinter verschlossenen Türen aus? Das zeigt nun ein privates Video, das die Sängerin gepostet hat. Wie lebt das Hollywood-Paar schlechthin, Ben Affleck, 50, und Jennifer Lopez, 53, eigentlich privat hinter verschlossenen Türen? Diese Frage, die sich vermutlich viele Fans stellen dürften, beantwortet die Sängerin nun mit einem intimen Video auf Instagram, das allerhand Schnappschüsse bereithält. Jennifer Lopez teilt privates Thanksgiving-Video. Jennifer Lopez öffnet nicht nur ihr privates Fotoalbum, sondern auch die Tür zu ihrem neuen Zuhause mit Ben Affleck. Das Paar hatte sich im zweiten Verlobungsanlauf im Juli 2022 in Las Vegas standesamtlich das Jawort gegeben und wenige Wochen später im August ein zweites Mal. Auf dem Anwesen des Oscar-Preisträgers im Bundesstaat Georgia feierten Jennifer, wie Medien und Fans sie Anfang der 2000er Jahre tauften, ein luxuriöses Hochzeitswochenende unter dem Motto All White und mit einer großen Gästeschar. US-Insider munkelten zwar kurz darauf bereits, dass es Eheprobleme geben würde, sie sei angeblich genervt von seinem Zigarettenkonsum, er von ihren Shoppingtouren. Doch die neuesten Aufnahmen der Lopez-Affleck-Patchwork-Familie lassen anderes vermuten. Die Fotos zeigen nicht nur, wie JLO, Ben und Co. Thanksgiving gefeiert haben, sondern spiegeln auch die enge Bindung von ihm und den Zwillingen der Sängerin Emme und Max, 14, wider. Ben kuschelt mit Stiefsohn Maximal. Ein Bild zeigt Affleck und den 14-Jährigen eng aneinander geschmiegt im Auto sitzend. Max fühlt sich so wohl in der Nähe seines Stiefvaters, dass er kurzerhand auf dessen Schulter eingeschlafen ist. Ben lächelt derweil glücklich. Auf einem weiteren Foto, ein Selfie. Dass Jennifer knipst, ist ihr Ehemann im Hintergrund verschwommen mit Emme zu erkennen. Beide wirken ebenfalls äußerst vertraut. Dass das Patchwork-Gespann sehr gut funktioniert, beweisen auch ihre kürzlichen Worte über Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner, 50, die Lopez in der Dezember-Ausgabe der US-Modezeitschrift Vogue als erstaunliches Co-Elternteil bezeichnete. Sie und Ben würden wirklich gut zusammenarbeiten, wenn es darum geht, ihre drei gemeinsamen Kinder, Violet, 16, Serafina, 13, und Samuel, 10, Affleck, in dieser Konstellation zu erziehen.